Hallo. Heute meine Geschichte von einer etwas jüngeren Generation, als wovon ich normalerweise rede. Das ist mir genau so passiert, habe ich so erlebt. Ich war bei einem Arzt im Wartezimmer, hat der so ein Spielhäuschen, war da so ein 7-jähriger Junge, schätze ich mal, dass der so 7 war. Und der kletterte da munter auf dem Häuschen rum, hatte viel Spaß. Und an einer Stelle legte er sich bäuchlings auf das Haus und rief: "Guck mal, Mami, ich popp das Haus." Vollbesetztes Badezimmer. Die Mutter saß offensichtlich neben mir. Zumindest ließ die sich dunkel färbende Gesichtsfarbe immer röter werden drauf schließen. Und dieser Blick: "Oh, bloß nicht anmerken lassen, dass der zu mir gehört. Bloß nicht anmerken lassen, dass der zu mir gehört." Und das war vor der Zeit, als jeder Jugendliche, egal wie alt, ein Videohandy hatte.